Herzlich willkommen zurück bei einer Runde. Oh. Battlefield auf Rush. Ich glaube, so viele Leichen wieder waren. Sollte ich da eigentlich nicht langlaufen? Das Gefühl, ich krieg gleich einen Headshot. Ja. Gut. Möchte mich der Medic nicht aufstellen. Danke. So, die Runde scheint schon mal im Arsch zu sein. Cheater und Hacker werden permanent gebannt. Ja, kenne ich auch einen super Fall. Ein Kumpel aus dem Clan. Als sie gerade einen Clan-War gemacht haben, da war ich auch nicht da, da war ich hier in Spanien. Bin gerade erst relativ frisch zurück. Wurde er von diesem GGC Anti-Hack-Stream da, wie der heißt, wurde ihm gesagt, er hat gehackt, was er nachweislich nicht hat, er hat es sogar aufgenommen. Sie wollen das aber auch gar nicht sehen, das heißt, er hat die Arschkarte gezogen. Das heißt, er kann jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr spielen, auch noch außer aus den wenigen Servern. Wo es das nicht gibt, diesen GGC-Stream. Das heißt, es ist vollkommen am Arsch. Ja. Wenn er jetzt aber halt auch nicht... wenn es halt auch nicht halt sehen wollen. Das ist ja eigentlich das richtig Schlimme eigentlich, dass sie es auch nicht sehen wollen, dass er nicht gehackt hat. Er hat ja die Aufnahmen, die es beweisen. Was ist ja denen egal. Und der ist jetzt permanent auf allen GGCs gesicherten Servern verbannt. Gebannt. Nein! Ja, deswegen bin ich jetzt auch diesen Anti-Hate-Cheater-Teile da auch etwas nicht so toll gegenüberstehend. Aber ich hatte auch einen anderen Kumpel, dem das mal passiert ist. Das war halt im anderen Spiel, aber der konnte auch nicht ins Spiel starten, weil da vorher mal das Anti-Cheat-Zeug kam. Und das hat ihn auch nicht mehr ins Spiel gelassen, weil er gemeint haben, ja, der cheatet ja. Und seitdem stehe ich solchen Sachen immer etwas kritischer gegenüber als mit dem Permban. Na, super. Also irgendwie klappt da gerade gar nichts. Warum eigentlich nicht? So, ja, ich versuche mal mit anderen Waffen, aber ich sehe, das bringt eigentlich gar nichts. Ich bin 19 verloren. Nein, Spawnbake. Ich habe Techlight drauf. Mann, bin ich doof. Ich kann auch gleich in den Chat schreiben. Ja, hier bin ich. Hallo. Einmal wieder abschießen. Sollten nochmal Leute von da kommen, die aufhalten, während wir hier von hier hinten Druck machen. Irgendwas den Sound angeht, finde ich es lustig. Wenn ich auf dieser Seite bin, hoffe ich, dass die Gegner überhaupt keinen Sound haben. Oh Gott! Ich hab doch da 50 Schuss drin, dachte ich. Warum sind die leer? Verdammt! Ja, was hatte ich gerade für den Gedanken? Ja, dann können sie mich nicht hören, wenn du nämlich da rumrennst. Normalerweise hört dich da jeder. Also wenn man im Clan spielt, du bist sofort tot, wenn du dich von hinten so anrennst oder du normal läufst und sie dich anschleichen. Andersweitig haben die dich nämlich sofort gehört, gekillt. Okay, was ist ich was? Naja, sieht doch nur eine gute Attacke aus. Go, go, go! Scheiße, da ist gerade einer. Ich warte auf C4-Explosion. Oh, gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Was wollt denn ihr?
Also für unsere Tiere wird anscheinend keiner gewinnen. Scheiße. Ja, ich nehme mal meine eigentlich überhaupt nicht beliebte Magnum, aber egal. Ja. Jetzt gibt es aber auch mal wieder ein paar mehr Videos von mir aktuell als statt die letzten 2,5 Wochen. Also mehr als gar keins. Ich bin sowas von tot. Zurück aus Spanien. Bin aber auch gleich wieder weg. Also in 2 Tagen. Ich hoffe mal, ich krieg noch ein bisschen was aufgenommen bis dahin und dem Philipp gegeben. Der jetzt auch mal wieder demnächst aufnimmt und hochlädt. Weil er jetzt nämlich neue PC-Teile gekauft hat und die jetzt auch kriegt, also eine neue CPU zum Beispiel. Gut, die Seite kann man vergessen. Radio Bacon Metal, cool. Jedenfalls wird von dem da demnächst auch wieder was kommen. Da kann ich wieder was nicht verraten. Mann, 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 was ich alles sagen will, was ich aber nicht verraten kann, deswegen immer vergesse. Schrecklich. ja, jedenfalls werde ich dem noch was geben und hoffe, dass der noch ab und zu mal was hochlädt. Dass da trotzdem was kommt, auch wenn ich wieder nicht da bin. Yo! Ich hab den Gegner gekillt. Nein. So nerdig möchte ich dann auch nicht rüberkommen. So, jetzt hoffe ich mal, dass jemand hier verteidigt. Ha 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 ha. Danke fürs Sterben. Ja, die Granate fliegt noch. Ja, toll. Es wird eh wieder keiner verteidigen. Das. Warum mache ich das eigentlich? Scheiße, hier mehr umdrehen müssen. Ja, toll. Ja, 9-7, also 9-8. Und 3-mal scharf gemacht, 2-mal, ich weiß jetzt nicht. Aber bringt ja nichts. Deswegen frage ich mich, warum ich überhaupt attackiere hier. Ach ja, wegen den Punkten. Hey, da kommen ein paar Leute von uns. Unglaublich. Toll. 25%. Der macht natürlich einen Schuss, einen Hit, einen Kill. Und meine Leute. Aha, wird dann noch wiederbelebt. Nein. Funkstation zerstört. Cool. Zweiter Platz. Trotzdem wäre es mir lieber, wenn mal ein paar von meinem Team innerhalb von 6 Tickets mal Gas geben würden. Vor allem dürfen wir jetzt nur noch ein einziger darf noch nachspawnen. Dann mal verkackt. Ja, sonst hätten wir nämlich noch gewinnen können. Es geht nämlich so, weil wenn man nachspawnen, ist das letzte Ticket weg, nur noch eins da steht. Wenn du nicht nachspawnst und die anderen, die da sind, eine Chance gibst, alle anderen zu killen, dann habt ihr eine Chance zu gewinnen. Dann könnt ihr das Spiel auch auf Unendlichkeit rauszögern, indem gar keiner mehr nachspawnt. So lange wartet, also wenn ihr 2 Tickets habt, wartet so lange, dass keiner mehr nachspawnt, so lange bis fast alle aus dem Gegnerteam raus sind, dann spawnt einer nach, macht den Punkt fertig und dann habt ihr gewonnen. Oder so ähnlich. Naja, also die Rückrunde werde ich auch noch mitnehmen. Wir haben ja gerade nur noch 90 Tickets verbraten, das hat irgendwie nichts gebracht. Bei Funkstation 7. Das ist ja super. Beste Waffe, 3 Kills. Eins und was? Oh, toll. Weiter sogar auf Treffer 21 Meter. Ja, das geht sogar noch. Nicht. Ja. Metro, Metro, Metro. Ich hätte gerne einen farbigen Bildschirm und da ist er auch schon. So flamm kann ich weg und UGS. For the win. Lass mal hier auf Magnum bitte. Dann zu B rein und den hier mal aufstellen. Ganz hinterhältig.
Wird doch garantiert keiner merken. Ja, weiß nicht von unserem Team, das würde gar nichts mehr merken. Würde vielleicht mal merken, wenn man ihnen den Arsch tritt. Vielleicht. Wahrscheinlich auch nicht. Ja. Hallo, Sniper. Wie? Hallo? Das ist Holzspitzmunition. Na, mein Lieber, komm mal her. Ja, schön, dass ihr so gut verteidigt wird hier, finde ich auch. Unglaublich. Ja, ich sehe das einer, also ich muss nachladen. Wo war denn deine Granate? Die muss ja sofort explodiert sein. Ich hab den nicht mehr gesehen. Lass mich raten, mein Bewegungsmelder ist weg. Natürlich. Ja, auf geht's, Granate hier. Kann ich auch. So, ich habe das Gefühl, von hinten kommt mal wieder einer. Das ist mit der gleichen Taktik, die ich es probiert habe. Scheint aber nicht so der Fall zu sein. Obwohl, da ist auch eine Leiche. Ne. Wer Gegner sieht, bitte melden. Oder einfach töten. Hey, du hast Munition, du hast Munition. Du hast Munition. Ich habe Munition. Money. Darum hasse ich Supporter. Einfach nur und pur aus diesem Grund. Es gibt keine andere vergleichbar egoistische Klasse. So verdammt selten, dass man Supporter Muni gibt. Vielleicht sollten die ihr mal Namen oder auch den Versorger, wie er auch schön heißt im Deutschen, vielleicht sollten sie den Namen mal ausdrucken und sich darüber nachdenken, was er denn bedeutet. Weil damit hätte ich nämlich ein TOGS aufstellen können, womit ich nicht gewusst hätte. Womit ich gewusst hätte, dass ein Gegner kommt. Warum macht denn das keiner? Der Trick ist so gut verbreitet. Oh, ich hasse es, wenn das Gewehr nach oben zeigt und trotzdem getroffen wirst. Da müssen sie noch ein bisschen dran arbeiten. Ich denke immer, er schießt in die Luft oder trifft eh nicht. Und dann killt er mich plötzlich. Ja, 76 Tickets auch noch. 76, also nicht wir, sondern der Gegner. Das heißt, die werden es schaffen. Na komm, die kriege ich mal ein bisschen Support. Sehr schön. Boah, hier steht sogar eine Munitionskiste und ein Bewegungsmelder. Was geht ab? Unglaublich. Ich glaube, unser Team hat gelernt. Hahaha. Als ob. Wollt ihr mich verarschen? Ja, sie wollen. MP412 Rex, womit schießen der eigentlich? Auto Balancing. Balancing. Ach, ist doch egal, wie man es ausspricht. Hey, wir haben Level 3er und Level 2er im Squad. Das sieht den Gegner vor seiner Nase nicht. Also ich kenne ja diese Jünglinge, aber ja, ach nee. Machst du oder mache ich? Mal nachladen bitte. Er hat. Dann stelle ich hier mein Bewegungsmelder auf. Aktuell kein Gegner in der Nähe. Oder in der näheren Umgebung. Oh Gott, 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 Gott. Ah, schön, im Baum, da gibt es wenigstens Deckung. Spannung pur.
Er war erst markiert. Der andere auch. Vielleicht schafft es ja trotzdem jetzt mal einer, auch mal die Karte zu schauen. Als ob. Einfach ein Blick schön auf die Karte. Könnt ihr sehen, wo Gegner sind. Wie sie sich bewegen. Na gut, das eine, das spawnt, konnte ich nicht ahnen, dass der aber B ist gleich scharf. Level 4, das gibt's doch nicht. Muss doch ein Noob sein. PP19, haben wir noch irgendwas Effektiveres? Spaß. Spaß ist immer gut, sag ich doch, B ist scharf. Hier, wie wär's auch, wenn einer hingeht und entschärfen würde? Ich glaube zwar, das kann man vergessen mittlerweile. Alter, die ganze Seite ist Flanke ist versniped. Waren bestimmt 3-4 Sniper da. Ja, das haben sie Auto ausgeglichen hier. Das Gegnerteam. Mehr Leute. Ist ja auch super. So, hier war gerade noch ein Gegner. Ich lasse einfach mal hier mit Bewegungsmelder auf. Wie wär's, wenn du mal den Sniper da wegholst, du Fisch? Ja, da ist ja einer. Da ist ja einer. Ja, immerhin durch Hinterhaltung. Ah, Supporter. Der hat Money gelegt. Weltneuheit! Ja gut, die Blumen könnten wirklich schöner aussehen. Da muss ich einem Kumpel von mir recht geben. Leider. Boah, komm schon! Denkt keiner von uns die Flanken ab? Die Antwort ist richtig. Also nein, also tut keiner. So, G18, Schalldämpfer. Ich habe jetzt keine einzige Fernkampfwaffe mehr. Wird sich bestimmt noch bestrafen hier gleich. So, hoffen wir, der ist down. Danach stelle ich einen Bewegungsmelder auf, nachdem ich es gehofft habe. Die ganzen Leute hier in der Umgebung, die auf ihre Karte schauen, wer auch immer das sein mag, könnten dann sehen, dass da Gegner kommen. Außer sie werfen Granaten drauf, aber dann müssen sie eh wissen, dass da Gegner kommen. Ja, der wollte ich eigentlich messern, aber ich hab's dann doch verpeilt. Bin mir lieber auf Nummer sicher gegangen. Ich habe nämlich mal auch rausgefunden in irgendeinem Map. Irgendwie war es so, umso mehr ich gemessert habe, weil ich so umso mehr Messerkills, aber meine KD war immer schlechter. Oder mein Stil war schlechter. Guck, hätte ich den jetzt einfach weggehauen, hätte ich gleich einen anderen sehen können. Naja. Kalamitrodrotyrem. Um 25 Tickets nur noch. Das scheint so, als ob wir die Runde doch gewinnen könnten. Boah, ich habe nur 4 Schüsse gebraucht. Der scheint auch kein Headset aufgehabt zu haben. Oder ein musikabspielendes Gerät. Also Musikanlage. Spawnt hat er noch. Nemesis Opfer 50, das ist schön. Da seht ihr es, Leute. Snipern lohnt sich nicht. Ich weiß nicht auf Rush. Also gegen Sniper nehmen, sag ich ja nichts, aber gegen
So, die Klasse nehmen. Den Recon, der Aufklärer. Aber gegen Snipern sage ich hier schon was. Huch. Immer noch nicht. Meine Güte. Ja, dann schieße ich den erstmal kaputt. Wollt ihr mich verarschen? Der hat mich nicht wirklich nicht gesehen, oder? Bam! Nein, diesmal ist es hier kein Spawn Rape, diesmal ist es einfach aufräumen. Aufgeräumt ist. Zweite geht's noch. Sieg! Das sage ich jetzt schon mal. Wahrscheinlich explodiert gleich was. Ich finde, das ist so geil, wenn es jetzt noch piepen würde. Oh, Muni. Unglaublich. Ja! ...15-7, das ist doch voll in Ordnung noch. Boah. Das war knapp. Ich habe einfach überhaupt nicht gedacht, dass wir irgendwas reißen könnten. Dann schaffen wir das sogar noch. Eine unglaubliche Wendung im Spiel. Mitten während des Spieles. Die Olympischen Spiele sind eröffnet. Also, sind schon beendet, aber egal. Die Paralympischen sind bald eröffnet. So, noch kurz ein Blick in die Statistik. 7 Kills mit der SPS. Genauso viele Tode, wie ich hatte. Genauso viel, wie ich Tode hatte. So. Ah! Dreht schon wieder im Arsch. Naja. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns irgendwann mal wieder. Ciao.